Heute ist der zweite Tag der Schachbundesligameisterschaft und wir sind mit Matthias Blübaum, der gerade die Partie gegen Ifimin Kasaha gewonnen hat. Erstmal Glückwunsch an die Gewinn. Und du hast ja vorher in Magdeburg Meisterschaft gewonnen. Glückwunsch zum Gewinn und auch Blitzmeisterschaft. Wahrscheinlich kannst du etwas über diesen Turnier erzählen. Ja, also in letzter Zeit läuft es schachlich relativ gut für mich. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber ich gewinne halt gefühlt alles im Moment, was ich spiele. Und von daher, ich bin halt sehr froh, dass es jetzt heute weiterging mit einem Sieg, der halt nicht besonders einfach war. Aber ja, also im Moment läuft es halt schachlich ganz gut für mich. Okay, wahrscheinlich könntest du die Stellung von deiner Partie analysieren, wie du heute gespielt hast. Genau, ja, wir können uns gleich das Endspiel angucken, was am Ende auf dem Brett stand, wo ich glaube, es sollte noch Remis gewesen sein, aber er ist dann halt in der Zeit nur zusammengebrochen irgendwann. Ja, ich hatte, also am Ende hatte ich dieses Turmendspiel, ich hätte vielleicht irgendwie mehr rausholen können. Und ja, hier ist es für mich nicht einfach zu gewinnen. Also mein Problem war, ich wollte erst König G2 und den König nach H3 bringen, aber nach König H2 dachte ich, es ist H4 Remis und nach G4 Turm B3 und Turm G3 Schach nervt extrem und ich kann meine Bauern alle nicht mehr rühren. Deswegen habe ich den gemacht. Turm B5. König F4 und hier hatte ich eigentlich erwartet, dass es einfach einen Schach gibt und ich habe nicht wirklich gesehen, wie ich weiterkomme. Nach G5 kann ich nicht wegen Turm G4 und der Bauer ist weg. Und wenn ich nach F5 gehe, dachte ich einfach, er gibt noch einen Schach. Und wenn ich auf die sechste Reihe gehe, dann hängt entweder B6 oder G3. Ich dachte, also gut, vielleicht ist König F6 ein Versuch und ist nicht ganz klar. Vielleicht habe ich hier tatsächlich Chancen. Aber ich dachte auf jeden Fall, das ist die beste Verteidigung. Gut, seine Verteidigung war auch nicht ganz blöd. Er hat so gespielt und ich habe, glaube ich, keine andere Wahl, als Turm G5 zu machen, um hier den Bauern auf H5 zu gewinnen. Jetzt gibt er einen Schach, König F5, H4. Gut, hier ist sogar noch einmal die Chance, die Partie zu verlieren. Wenn man G4 spielt nach Turm C5, ist das Bauern im Spiel wahrscheinlich sogar verloren. Aber gut, ich habe natürlich gesehen, dass ich das Zwischenschach habe. Und das Turmendspiel könnte noch irgendwie Remis sein. Also vielleicht sollte er sofort Schachs geben, weil jetzt kann mein König sich nicht wirklich verstecken. Also sagen wir, er gibt Schach. Schach und ich will halt immer nicht unbedingt auf die H-Linie, weil dann läuft der Bauer, den ich eigentlich mit dem Turm auf H7 stoppen möchte. Schwer zu sagen, ob es Remis oder gewonnen ist. Er hat König C6 gemacht und vielleicht ist es jetzt schon gewonnen, die Stellung. Turm H7. König D6 und jetzt mache ich G5 und ich habe auch keine Verteidigung mehr für ihn gesehen. Sein König ist halt absolut ausgesperrt vom Bauern. Wenn er halt wartet auf der vierten, dann werde ich einfach G6 machen und der Bauer ist im Prinzip durch. Ich habe nur kurz gesehen, der wahrscheinlich habe ich sogar Turm H6 und Turm G6, um ganz sauber zu gewinnen. Das heißt, es geht einfach nicht. Gut, er ist nach C1 gegangen, aber jetzt kann ich hier nehmen. König E7, König G6 und die Stellung ist halt technisch sehr simpel geworden. Also König F8 habe ich Turm H8 Schach und wenn man den König nach G7 bekommt, ist es halt technisch relativ locker geworden und so kam es dann auch in der Partie. Hättest du wahrscheinlich noch ein paar Wörter über deine gestrigen Partie gegen Remis mit Wojtaszek? Ja, ich meine, ich habe erst vor gefühlt noch nicht so langer Zeit schon mal mit Schwarz gegen ihn gespielt, weil in der polnischen Liga, das ist erst gefühlt anderthalb Wochen oder zwei Wochen her. Das heißt, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass es genau die gleiche Auslosung ist. Ja, ich stand genau wie in der anderen Partie auch schlecht, aber irgendwie habe ich dann in der Zeitnotphase mit Tricks Remis gehalten. Also ich stand wahrscheinlich sehr gefährlich, aber auf der anderen Seite habe ich auch nie gesehen, dass ich wirklich auf Verlust stand und irgendwann konnte ich mich in der Zeitnotphase dann retten. Guter Anfang von der Schachbundesliga für dich, denke ich, und ich wünsche dir noch viel Erfolg weiter. Danke sehr.